Mal wieder ein Kultursonntag, der mit Jim Avignon in der 4000 Quadratmeter großen Mahalla in Oberschöneweide beginnt. Avignon zeigt Bilder aus den letzten 30 Jahren, teils Dekorationen für Partys in seinerzeit angesagten Clubs, teils Bühnenbilder für Auftritte mit seiner Band Neo Angin. Und es ist ein Rausch, dem sich die Besucher gern hingeben. Viele der mit Acrylfarbe auf Pack- oder Plotterpapier gemalten Bilder erzählen komplexe Geschichten, handeln von Themen gesellschaftlicher Kommunikation. Andere behandeln eindeutig nur ein Milieu. Die Besucher lassen sich gern mit den Großformaten abbilden. Dann wieder sensible Porträts. Gibt es diese Menschen wirklich? Jim Avignon ist nicht nur anwesend, sondern performt seine Malerei. 20 bis 30 Motive entstehen innerhalb kurzer Zeit, die am Nachmittag unter den Gewinnern eines Quiz ausgeschnitten und verteilt werden. Jim bei der konzentrierten Arbeit zuzusehen, beruhigt. Jetzt fehlte es noch, dass zwischen den vier großen, gut abgestimmten Lautsprechern die Menschen zu tanzen beginnen. Die Musik ist allgegenwärtig im Raum. Von Neo Angin bis zu Brahms reicht das Repertoire. Jim hat heute keine Lust auf Interviews. Die Arbeit geht vor. Im Quiz werden Fragen gestellt wie: Wie viele Trompeten sind Motiv in der Ausstellung? Oder wie viele Telefone, Handys, Smartphones steigern sich während 30 Jahren zur mobilen Diktatur? Kapitalismuskritik war schon immer ein Thema von Jim Avignon. Ist es da ein Widerspruch, wenn daneben ein Bild zur Versteigerung angeboten wird? Niemand zahlt hier Eintritt und an der Bar gibt es das Wasser kostenlos. Eine grandiose Ausstellung, die leider nur 3 Tage lang gezeigt wurde. Es wird Zeit, dass sich die großen staatlichen Museen um das Werk von Jim Avignon kümmern, der die letzten 30 Jahre die Bildmarke von Berlin mitgeprägt hat. Ortswechsel nach Kreuzberg, SO36. Der Heinrichplatz, der heißt seit Sonntag Rio-Reiser-Platz. Ton, Steine, Scherben. Die Band des 1996 verstorbenen Sängers Rio Reiser gibt ein Konzert. Und natürlich darf der Song zur Besetzung des Bethanien-Krankenhauses im Dezember 1971 nicht fehlen. Das ist unser Haus. Ebenfalls linke Meinungsbildner sind skeptisch. Heini bleibt. Und weitere Institutionen und Häuser werden aufgezählt, welche für die Identität der Szene stehen. Ältere Hippies besetzen die Straße für ein Picknick. Geht ein Riss durch die Szene? Hohn, Scheine, Erben, wird die Band verspottet. Gloria Viagra moderierte die Umbenennungsparty. Nach dem Applaus sah der Platz dann tatsächlich Claudia Roth, die ehemalige Managerin der Band und heutige Kulturstaatsministerin. Sag mal, Rio, hast du eigentlich eine Freundin?
Und Rio hat gesagt, nee, aber ein Freund. Und das war seine mutige Art, damals in einer Zeit sein Schwulsein zu bekennen, sein Schwulsein anzusprechen, in einer verschämten, verklemmten, diskriminierenden, ausgrenzenden und kriminalisierenden Zeit. Und das war verdammt mutig von Rio. Und er war der erste deutsche Sänger, der das getan hat. Ziele sind und müssen lebenswert sein. Wer sie vertritt und für sie kämpft, der sollte auch dran bleiben, sich selber treu bleiben. All das konnte man von Rio lernen, wenn man denn wollte. Und das Träumen, das konnte man auch lernen von ihm. Vielen Dank, Rio. Danke von Herzen. Das mit dem Rio-Reiserplatz geht schon in Ordnung. Gibt es allerdings berechtigte Sorgen, dass auch die Oranienstraße umbenannt werden könnte, wie eine Partei befürchtet?